ist aber eine sehr persönliche Frage. Es ist jetzt nicht so, dass wir auftreten in Kleidung der damaligen Zeit und das ist auch nicht unser Ziel. Wir leben ja doch in der Jetztzeit und wir eifern ja nur dem Klang nach, also Perücke, kein Thema. Ich habe ja schon eine Perücke drauf, also das muss ich jetzt wirklich zum ersten Mal gestehen. Ja, stimmt. Das sind nicht nur Trendkomponisten, sondern das sind absolut erstklassige, wunderbare Komponisten, die ganze Generationen geprägt haben mit ihrem Wissen und mit ihrem Können und mit ihrer Übersetzung von Leidenschaften und Emotionen in Musik. Aber es gibt schon natürlich die Geisteshaltung des Pompösen, des sehr Ausdrucksvollen. Es ist eine unglaubliche Farbigkeit zu der Zeit. Verschiedene Stile, verschiedene Menschen, verschiedene Länder, verschiedene Sitten. Mit der gleichen Frisur kann man das also nicht verbinden. Es gibt für diese Besetzung gibt es also wirklich tausende Stücke. Wir haben uns letztendlich eigentlich unglaublich beschränkt. Was wir zeigen möchten, ist einfach, dass die Qualität von dieser Musik extrem gut ist und dass es sehr viel wunderbare, in Anführungszeichen vergessene Musik gibt. Alles natürlich sehr, sehr expressive Musik und unglaublich tolle Klangsprache. Traurig, fröhlich. Total emotional, sehr schlicht, sehr beruhigend. Und wir haben versucht, natürlich durch Tonarten, durch Texte und durch Mischung zwischen Instrumentalmusik und Gesangmusik ein gutes Programm aufzubauen. Ja, man kann nicht davon genug bekommen, von dieser Musik, finde ich. Die kannten sich alle doch untereinander. Es gab schon damals Bibliotheken. Also ich glaube, dass tendenziell diese ganzen Komponisten sich natürlich gegenseitig inspiriert haben, aber dass die ganz Großen auf jeden Fall ihre Unterschrift in der Musik hatten. Man hört mal italienische, französische Elemente und so weiter, aber dennoch hat jedes Stück für sich ganz einen eigenen Stil, ganz eigene Akkorde, ganz eigene Akkordverbindungen. Und die waren ja auch gut unterwegs. Die sind herumgereist, haben sich in diversen Kursen sozusagen fortgebildet, bei Kollegen, bei Lehrern. Also was in Deutschland oder in Dresden zum Beispiel gerade in war, das hat der Vivaldi ganz genau gewusst. Es wäre ja noch zu fragen, ob sich die Instrumente in den Vordergrund drängen oder die Spieler. Also ich würde mal sagen, die Geige gewinnt nicht immer im Wettstreit mit der Oboe. Weil ich einen besonders lauten, penetranten Ton habe. Also meine zwei Instrumente, das Cembalo und die Orgel, die hört man vielleicht nicht solistisch bei diesen Stücken. Dennoch sind sie immer dabei, bei jedem Stück. Ich meine, das Cello gewinnt sowieso immer, weil es natürlich das Schönste ist von allen Instrumenten. Das muss ich ja jetzt sagen. So, mein Instrument gewinnt sicher nicht. Sie sind wichtig, Rhythmus zu geben, Klangfarben zu geben. Und von daher ist es für mich undenkbar, wenn diese beiden Instrumente fehlen. Ich bin ein leidenschaftlicher Kontinuist. Das heißt, ich spiele die unterste Linie. Durch meine Vision der Musik kann ich den anderen immer ein bisschen das Terrain oder zeigen, wohin es geht. Ohne Bass können die anderen da oben rumdudeln, was sie wollen, haben keine Chance.